Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mist Survival. In der letzten Folge waren wir in der Mine, haben die ein bisschen ausgebaut, haben hier ja so einen Schrank mit Vorratskammern errichtet und an gewissen Stellen immer einen Stuhl zum Ausruhen, damit die Stamina immer wieder aufgefüllt wird, dass wir eigentlich relativ gut durchflitzen können und nicht immer im Trip oder im Trab durch die Höhle laufen müssen. Wir sind außerdem ganz schön voll. Ich würde das ganz schnell noch zum Auto bringen und dann nochmal gerne durch die Höhle flitzen. Einfach nochmal mitnehmen, weil wir brauchen echt viel Material für Munition. So, da steht unser Auto. Dann packen wir das einfach hier in die Köfferchen. Am besten gleich vorsortiert. Die guten Sulfasalazite. Vier haben wir noch, eins, zwei, drei. Wir tragen bestimmt davon auch noch was ab. Geht das ein eigenes Köfferchen? Das brauchen wir. Die beiden Sachen brauchen wir, wie gesagt, den Hanspeter und die Silbersalazite für Schießpulver. Ein Ohr brauchen wir auf jeden Fall für verschiedene Geräte, Waffen. Und das gute Copper-Ohr in Verbindung mit Zink brauchen wir, um Munitionshülsen herzustellen. Und das ist gar nicht so viel. Also wäre schon nicht schlecht, wenn man... Da haben wir eigentlich noch 6 Bretter übrig und 4 Nägel. Das heißt, wir könnten irgendwo... Ja, irgendwo können wir noch einen Stuhl aufbauen. Das ist gut. So, kurz nachgucken. Was können wir... Das brauchen wir auf jeden Fall. Das würde ich... Wie sieht die Spitzhacke aus? 54%, das sollten wir schaffen. Das hätten wir ablegen können. Können wir das hier noch irgendwo... Einen Hammer brauchen wir zum Basteln. Eine Axt brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Und einen Vorschlag haben wir auch nicht. Und das auch nicht. Das brauchen wir zum Basteln, das ist in Ordnung. Das können wir eigentlich hier auch lassen, das lassen wir aber. Haben wir schon mal 2 Slots wieder noch mehr. Perfekt, dann können wir losrennen. Können wir sogar noch einen Stuhl bauen. Nice. Wie gesagt, hier hinten am Anfang, am Lager haben wir eins. So, hier war jetzt nichts, ne? Gut. So, das nehmen wir mit. Wie gesagt, heute nochmal durch die Mine. Ab nach Hause, Munition herstellen. Und dann würde ich gerne in der nächsten Folge auf jeden Fall auch unsere Koffer holen, hinten am Sniper. Vielleicht können wir dann noch eine zweite Sniper uns organisieren. Und guck mal, das haben wir zerlegt, das ist noch gar nicht gespawnt. Nehmen wir das gleich mit. Wie gesagt, Zink, das haben wir genug. Und Gold weiß ich auch nicht, für was wir das überhaupt brauchen, habe ich noch nichts gefunden. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge dann auf jeden Fall mal gucken, die Koffer holen. Vielleicht kriegen wir noch ein zweites Sniper-Gewehr, wäre richtig geil. Rachel ist, glaube ich, Sniper-Expertin. Und dann würde ich gerne, da gibt es noch eine Straße, die dann rechts wegführt, die wir mal aus dem Nichts da einfach anfängt. Und würde ich gerne mal dort weiter erkundschaften. Das dann also quasi in der nächsten Folge. So, das alte Zink ist noch da. Und neues... Iron Ork ist auch kritisch respawned. Richtig nice. So, zack. Hier ist jetzt aber nichts, ne? Gut. Vorne ist der nächste Schwert, deswegen können wir eigentlich relativ gut sprinten. Ja, hier. Zink. Zink ist echt viel. Brauchen wir nicht ganz so viel. Weil wir haben schon, glaube ich, noch eine ganze Tasche voll von dem Zeug. Und einfach nur Zink brauchen wir, glaube ich, wie Gold auch nicht. Diesen habe ich nicht, wie gesagt, gefunden. So. Zack. Das sieht gut aus. Hier haben wir den nächsten Stuhl. Können wir gleich mal 10 Minuten rasten. Ist die Stamina auf jeden Fall aufgefüllt. Oder fast zumindest. So. Oh, nice. Der Hanspeter. Gib mir deinen Hanspeter. Oh, 2 gleich. Richtig nice. Davon brauchen wir viel. Oh!
Und Sylvie ist auch wieder da. Perfekt. Genau die zwei Materialien brauchen wir für die Herstellung von Schießpulver. Perfekt, da kann es da gar nicht gehen. Hier haben wir wieder Zink, darauf könnte man eigentlich verzichten. Wir bauen es einfach mal frei. Wie gesagt, wenn wir voll sind und es geht nicht mehr mit, ist das auch nicht so schlimm. So, perfekt. So, Stamina ist gleich wieder am Ende. Wir rennen zum Stuhl. Das sollten wir locker schaffen. Zack. Machen eine 15-minütige Pause. Nicht 20, ich sagte 15. Dankeschön. Okay, wir... Oh, nee, das wollte ich nicht. Machen nochmal eine 5-minütige Pause, also 20 Minuten. So, jetzt ist die Stamina wieder voll. Perfekt. So, hier ist nichts. Oh, nice. Genau, das brauchen wir auch. Um die Munition herzustellen. Dass es davon nur so wenig gibt. Von dem Kopper. Ich verstehe es nicht. War hier nicht noch eins? Nein, okay. Juhu, Zink. Wir haben... Oh Mann, wie viel Zink es hier gibt. Kopper wäre mir lieber. Weil wir brauchen von Kopper 2 in der Schmelze und von Zink nur ein Slot. Sylvie, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Gut für Schießpulver. Schieß, schieß, Schießpulver. Schieß, schieß, Schießpulver. So. Och, noch mehr Zink. Ich werde schon sehen, dass wir das Zink lassen wir hier. Ich würde gerne, wie sieht das aus mit dem Inventar? Ja gut, wir nehmen es mal mit. Das hatten wir ja auch schon weggehauen. So, 15 Minuten Rast. Stamina ist wieder voll, perfekt. So. Hans-Peter. Sylvie und... Oh, Kopper, nice. Beides, was wir brauchen. Dringendst. Perfekt. Sylvie und Kopper. Doch, bist du hinter uns geflogen. Eieieiei. So, was erwartet uns hier? Nochmal Sylvie. Läuft. Und wir müssen einfach das nächste Mal dran denken, wenn wir in die Mini gehen, einfach diesen Mörser mitnehmen, dann können wir das nämlich schon alles klein mörsern. Sylvie und Hans-Peter. Ergibt noch mehr Platz im Inventar. Es verbraucht alle Slots und packt die auf ein, weil die gut stackbar sind. Die großen Stücke sind nur maximal 8 Stück stackbar. So. Juhu, Zink. Oh Mann. Oh. Ach ja, wieder diese komische Alpha-Wand. Warte, wo war das? Irgendwo. Da. Jetzt ist Samina natürlich im Arsch. Gut, wir können was zu trinken gebrauchen. Gibt aber echt nicht viel wieder. Sollte aber vielleicht reichen. Perfekt. Zack, zack, zack. 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 So, so viel Zink. Braucht kein Schwein. So. Flitzen zurück. Danke. Sylvie war da wieder. So. Zack, zack, zack. 20 Minuten ruhen. Gib mir nochmal 5 Minuten. Dann sind wir richtig voll. Perfekt. Oh, geil. Wir legen uns natürlich nicht mit dem Berserker an. Das sparen wir uns heute. Juhu, Zink. Oh Mann. Zack. Hier könnte man sogar auch mal sich ausruhen oder so. Ich weiß es nicht.
So, und jetzt sind wir ja eigentlich schon durch. Jetzt gucken wir noch. Juhu, Gold. Gold hat er gespawnt. Oh, und Sulfi. Perfekt. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Weil hier hinten wartet dann der Berserker auf uns. Das bringt nichts. Bis wir noch keine ordentliche Lösung für den gefunden haben, wie wir den besiegen können. Außer einen Haufen Munition in den rein zu pumpen. Was aber auch eigentlich totaler Schwachsinn ist, werden wir das erstmal so lassen. So, wie sieht eigentlich unser Inventar aus? 3 Slots hätten wir noch. Sylvie könnten wir noch. Hans-Peter, Gold. Das finde ich halt recht wenig. Wieder plus 2. Ich würde mal sagen, wir legen uns hier mal hin. Vielleicht spawnt hier was. Okay. Wenn wir uns überhaupt schlafen legen. Auf den Tisch. Ja, natürlich. Warum nicht? Ah, geht nicht. Schade. Okay. Zack. Wir machen mal 2 Stunden. Weiß nicht, ob in der Zeit was gespawnt ist. Wir gucken einfach mal. Wir müssen dann echt nach Hause, ne? Okay, ne, hier ist nichts gespawnt. Liegt vielleicht auch an der Dauer, wie lange wir schlafen. Nee. Gut. Naja, testeshalber haben wir das festgestellt. So, jetzt ist es abends. Boah, dieses flackernde Licht. Also, das haben wir auch getestet. Also, die 2 Stunden Schlaf bringen auf jeden Fall nichts. Gut. Dann war es das für uns an dieser Stelle hier. Wir packen unsere Sachen, rennen zurück, fahren nach Hause. Dann würde ich sogar vielleicht noch, je nachdem wie spät es ist, anfangen mit irgendwas. Auf jeden Fall in die Schmelze was einlegen. Und dann tun wir schlafen und dann geht es noch an die Munitionsherstellung. Halt, stopp, hier lang. Fast dran vorbeigelaufen. So. Nichts respawnt. Weiß nicht, wie aller oft sie da respawnen. Ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Da können wir das die Getränke und so mitnehmen. Wenn wir weiter erkundschaften wollen, wer weiß, wie lange wir da unterwegs sind. Okay. Setzen wir zum Auto. Sortieren das ein. Zack, zack, zack. Perfekt, stackbar. Okay, das und das. Zack. 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 Mit dem Zink hatten wir ja gar nichts. Das haben wir jetzt mitgenommen. Passt den Koffer voll, ey. Halleluja. So, zack. 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 Dann die 3 Wasserflaschen. Dann wird, wie gesagt, das Essen. Ach, jetzt haben wir den Stuhl nicht gebaut. Dann lassen wir die Materialien hier, würde ich sagen. Aber wieso sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen? Ich wüsste jetzt nicht, wo wir den Stuhl hinbauen sollen. Einfach so ist auch blöd. So. Loot all. Und dann. Das und das. Und den Hammer würde ich auch hier lassen. Brauchen wir jetzt nicht. Und zu Hause haben wir genug Hammer. Vor hier. Hier waren die Waffen. Da würde ich gerne die Verpflegung reintun.
44,6. Kommt davor. Hier ist noch eine 44,6. Und dann 44,8. So. Hier das Dosenfutterchen. Und hier können wir dann. Wo habe ich die Getränke hingetan? Hä? Ach, die habe ich hier reingetan. Okay. Die können wir mit in den Koffer hinten reintun. Da haben wir echt genug zu essen und zu trinken, ne? Auf Reisen. So, das können wir so mitnehmen. Okay. So, es wird dunkel. Die Lichter sind wieder der richtige Hit. Wartet mal, stopp. Bevor irgendetwas schief geht. Nicht nochmal. Speichern. Perfekt. So. Im Licht sieht man gar nichts. Oh Mann. Lieber Entwickler, ändere das bitte. Das ist echt nervig. So, irgendwie müssen wir uns hier drüben halten. Ich glaube, dann danach gleich rum. Genau. Wow, wow, wow. Dadurch, dass die Scheinwerfer komplett falsch eingestellt sind in dem Spiel, sieht man natürlich auch nicht wirklich, wo man hinfährt. Irgendwo gibt es einen Weg. Hier nicht. Wenn das natürlich alles ordentlich ausgestrahlt wäre, wäre das alles kein Problem. Wir sind auf jeden Fall nicht auf dem Weg, so wie es aussieht. So, jetzt. Perfekt. Ich sehe gar nichts, aber das ist schon wieder zu hoch. Oh Mann. Wo ist dieser blöde Weg? Der müsste hier sein, oder? Ja. So, den Nachbarn haben wir gesehen. Hier geht's rein. Perfekt. Halleluja, ist das arschdunkel, ey. So. Zack. Gut, dann fangen wir mal an. Wir brauchen das nicht. Das wird gemörsert. Das auch nicht. Wir haben 3 Slots frei. Da würde ich sagen, wir fangen mit 1, 2, 1, 2. Da haben wir nochmal 2 Slots. 1, 2. Und wir nehmen von denen noch welche mit. Dann hätten wir alle 3 Slots wunderbar aufgebraucht. Dann gehen wir erstmal schlafen. Wie spät haben wir es überhaupt? Um 10. Halb 10 gleich. So. Zack. Gerade mal 2 dafür, ey. Das ist schon übel. So, anderthalb und 2 und eine Viertelstunde. Wir legen uns jetzt trotzdem pennen. Es ist einfach nur arschdunkel. Rachel pennt schon. Kate scheint schon wieder festgepackt zu haben. Oh Mann, 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 Mann. So, Rest. Verdursten tun wir auch nicht. Perfekt. Wir tun mal 8 Stunden schlafen. Ja, 5:38 Uhr. Oh. Na, wie geht's euch, Mädels? Die eine schläft, die andere ist immer noch festgepackt. haben wir eigentlich. Warte, ich muss hier drüben hin. Haben wir eigentlich noch einen. Ja, eine Mercy haben wir noch. Zack. Zack. Dann wird nämlich das hier draus. Und die Munition haben. 59 für unser Maschinengewehr. Ist natürlich richtig geil. So. Nee. Haben wir noch 1, 2, 3, 1, 2, muss mal kurz gucken,
Zink. Hier haben wir das Eisen drin. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken. Interactive, nee, ich wollte open. Metallschrott, also haben wir von dem... Von denen haben wir gar nichts mehr, okay. Gut, dann machen wir einfach hier Split Half. Dann macht dann wird das eine Viererrunde. Auch nicht so schlimm. Und was haben wir denn noch? Vier davon, das heißt zwei davon. Ich glaube, das ergibt noch nicht immer ein. Split One. Wir gucken mal. So. Das müssen wir natürlich wieder mitnehmen. Null. Das ist doch für den Arsch, ey, ehrlich. Was der verbraucht hier? Sechser, da müssten das ja Dreie werden. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir uns ans Schießpulver. Loot all, wenn das passt. Passt perfekt. So, zack. Achso. Wo war denn das? Das war doch hier mit. Ich bin doch blöd. Da. Zack. Ja, gönn dir. 6 Stunden, das ist der Tag rum. Ich hoffe, kein Nebel kommt. Zwei Stunden noch. Was geht? Wenn wir so lange für das für den Hans-Peter brauchen. Viel Spaß. So, essen. Das wird nicht besser. Einmal voll, einmal trinken. So, wir haben jetzt 36. Das ist einmal zu viel. So, zack. Loot all. Und da müssten wir eigentlich alles haben, oder? Bis auf das Zink. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Können wir wieder verstauen. Ach, das Gold haben wir ja auch noch. Okay, wir machen jetzt trotzdem erstmal... Also wartet mal. Wartet. Wir nutzen die Zeit natürlich. Wir haben jetzt 6 Stunden hier gebraut. Dann können wir das mitnehmen. Und das. Das ist, glaube ich, stackbar. Ja, perfekt. Wow. Wir sind voll. Dann halt so. Nutzen wir die Zeit. Machen daraus gleich Goldbarren. Wie gesagt, mehr ist aktuell auch nicht daraus mehr zu machen. Ich weiß nicht, für was wir das brauchen. Okay. 1,5 Stunden. Dann haben wir einen Goldbarren. So. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Und dann gehen die Getränke und das Essen los. Perfekt. Los geht's. Dann brauchen wir noch den Hans-Peter. Und einen Mörser. Oh. Der ist draufgegangen dabei. Also der Verbrauch davon ist echt... echt hoch. Entschuldigung. Rachel. So. Ich hab dich aufgenommen. Vergiss das nicht. Craften. Zack. Perfekt. Dann... Zack. Dass man das nicht gedrückt halten muss, dass man das alles separat anklicken muss. So, craft yourself. Achso, dann brauchen wir noch Holzkohle, die haben wir aber im Schrank drüben, das ist nicht das Problem. So. Mittlerweile fertig. Dann würde ich sagen, wir machen einfach mal richtiges Zink hier noch draus. Aus dem, was wir hier haben. Wir haben echt viel davon. Split Half.
One. Zack. 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 Warum alles auf den? Oh Mann, Split. One. Split. One. Split. One. So, mach mal eine 6er-Riege. Anderthalb Stunden. Zack, das ist auch weniger geworden. Okay, das ist übrig geblieben. Ach, wir haben sogar noch dreimal Gold. Guck mal an. Split. One. Split. One. Ergibt null. Okay, alles gut. Dann nicht. Okay. Schießpulver brauchen wir. Holzkohle haben wir einmal hier. 32, das sollte reichen. Dann machen wir jetzt Schießpulver. 24. 48 gehen. Gut. Gut, 3 Stunden. Dann ist der Tag auch rum. So, 48 Schuss. Wir haben 59 von denen und 2 von denen. Die würde ich jetzt noch schnell gerne herstellen wollen. Zack. 2 Schuss. Kraft mit Laufweite her. Von 16 auf 18. Und dann würde ich die Rifle-Ammo noch machen. Mal gucken, was geht. 44 Schuss können wir noch machen. Dann ist alles aufgebraucht. 1,5 Stunden. Let's go. Dann hast du ein Maschinengewehr. Auch endlich mal ordentlich Munition. Perfekt. So, das ist das Einzige, was davon übrig geblieben ist. Krass. Das und der Mörser. Ich brauche Licht. So, zack. Okay, das dahin. Grillkohle hier unten hin. Mörser dahin. Echt das Einzige, was übrig geblieben ist. Dann noch die 2 Stoffe. Gut. Perfekt, okay, wir haben das noch, das müssen wir noch aufräumen. Dann Iron Ore und das haben wir, können wir hier lassen. Für neue, wir haben sogar noch 15 Schuss übrig. Wie viel braucht er denn für, warte mal, wir gehen mal kurz durch. Wir sind dehydriert. Nimm doch mal die Waffe. So, 7 und 16 auf Reserve. 30 und 35 auf Reserve. 5 und 11 auf Reserve. Und 8 und 9 auf Reserve. Das sollte erstmal reichen, auf jeden Fall, für unsere Erkundungstour. Wir gucken kurz nach. Braucht 2 Schießpulver und das Patron machen wir ja hier am Amboss. Munition da. Ein. Okay, ein. Also 1 und Eisen für 8, 16, 16, 16. Okay, für 16 Schuss brauchen wir 1 und Eisen. Außer bei der Schrotflinte, dann nur die Hälfte. Brauchen wir. Kriegen wir das 8er raus. 4er Hammer. Können wir ein bisschen was wieder draus machen. So, jetzt schaue ich noch ganz kurz in unseren Ofen. Weil auch das Metall ist fertig. Ja, ich weiß. Erst rein, dann stacken. Ich habe es gelernt. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Dann. Ne, wartet mal kurz. Zack. Das war Metallschrott. Zack. Hier haben wir das Gold. So. Zack. Zack. Das Iron. Hier haben wir auch noch Silber. Das ist nicht Silber, das ist Zink. Ist natürlich auch nicht nur bis 16 stackbar. Perfekt. Das hätten wir da schon mal. Und hier können wir das reintun und das reintun und damit. Ach, ne, Gold haben wir noch. Wo packen wir das Gold rein?
So ein Goldeisen vielleicht mit. Das war hier. Perfekt. Wunderbar. So, dann, wie spät haben wir es? 23 Uhr. Wir tun schnell noch Kate befreien. Ach nee, das geht davon. Wir müssen erst hier rüber. Zack. Das zu unserer Base machen. Das wieder zu unserer aktiven Base machen. Dann spawnen die nämlich hier in unserer Hütte. Und beide sind wieder... Sehr gern geschehen. Beide können wieder laufen, wollte ich sagen. Und Rachel ist die Nächste, die sich hier festpackt. Eieieiei, langsam wird der Platz echt enge. So. Wo ist hier Licht? Von was ist hier Licht? Ich hoffe, ich kann schlafen. 8 Stündchen schlafen? Der nächste Tag ist angebrochen und wir sind am Ende mit dieser Folge von Miss Survival. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr das ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge holen wir den Koffer, gucken mal vielleicht, dass wir noch ein zweites Snipergewehr kriegen. Und dann erkundschaften wir die eine Straße, die da aus dem Nichts plötzlich anfängt. Und schauen mal, wo die hinführt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.